Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Ihr seht, wieder an dem magischen Ort stehe ich, als ich am Montag mein Video gedreht habe. Schaut doch mal rein, habe eine mega Resonanz bekommen. Da haben wir über wichtige Dinge gesprochen, über Dinge, die wirklich passieren, die in uns drin sich abspielen. Und ich sag mal so, eine Menge Leute haben ja eine Menge Meinungen, aber Meinungen sind nichts weiter als Verwandte von Annahmen. Und da sollten wir mal drüber nachdenken, was nehme ich an? Ich nehme also an, dass ein Krieg kommt. Ich nehme also an, wir haben eine Weltwirtschaftskatastrophe, ich nehme an, ich werde arbeitslos. Annehmen ist wie ein Paket annehmen. Und die deutsche Sprache ist extrem exakt. Nicht umsonst redet man von Nachrichten, da wird nachgerichtet. Und deswegen sage ich immer wieder, achtet auf eure Gedanken. Weil Gedanken ist der Ursprung, ist der Samen für das, was du siehst. Weil alles, was du letztendlich um dich herum erlebst, was du als Wirklichkeit ansiehst, ist nichts weiter als ein Teil dessen, was du in dir selbst trägst. Weil du kannst nur das als Wirklichkeitsebene im Außen wahrnehmen, was du selbst in dir als Attraktions, also wie Attraktoren nach außen hin ausstrahlst, wie auf einer Leinwand, das siehst du dort. Und das wussten schon immer die alten Inder, die sprachen von Maya. Mir ist aber wichtig zu sagen, in dieser Zeit, in der Zeit der großen Wirren, in der Zeit der großen Transformation, wir hatten gestern den Neumond beispielsweise, da war eine Mega-Energie, Neumond, Dinge, die neu beginnen. Du hast da die Möglichkeit auch zu entscheiden, okay, da gibt es kosmische Kräfte, kosmische Energie, die mit aufzunehmen. Du kannst abnehmen. Abnehmen, abgeben. Das Gewicht abgeben. Also ich habe, glaube ich, jetzt über 10 Kilo mittlerweile abgenommen, aber nicht, weil ich abnehmen wollte und weil ich unter Diäten gemacht habe, weil ich einfach mal in mir drin einen klaren Punkt gefunden habe, einen Punkt zu wissen, okay, wie willst du sein? Willst du dich verbinden mit den geistigen Kräften? Und dann passiert das von ganz alleine, ob ihr wollt oder nicht. Und dann gehst du auch leichter durchs Leben. Und das ist das Entscheidende, dass wir in die Natur rausgehen. Die Natur ist der größte Lehrmeister überhaupt. Jeden Tag verändert sich die Natur. Um uns alle herum. Die Natur ist immer da, die wertet nicht. Die ist im Hier und Jetzt, die ist im Sein. Sie ist das Sein aller Dinge. Und deswegen ist entscheidend, gerade jetzt in dieser wunderschönen Jahreszeit rauszugehen. Nicht nur im Biergarten, es war nett, zu plaudern, in Gedanken zu sein, sondern in die Stille zu gehen. Weil hinter der Stille befindet sich die Essenz des wahren Seins. Die Essenz des wahren Seins ist die Einheit, ist das Paradies, ist Gott. Ein Wort, was pervertiert ist, was wir ohnehin nicht fühlen, schmecken können, sondern es ist einfach vorhanden. Deswegen sage ich immer wieder, um jetzt wieder von innen nach außen, Mikro gleich Makrokosmos, so wie innen so auch oben, die hermetischen Gesetze, über die wir schon x-mal in den Büchern geschrieben haben, rauszugehen. Es ist an der Zeit, es ist jetzt an der Zeit, dass wir Selbstverantwortung, Selbstbestimmung für unser Leben übernehmen. Es ist vorbei. Wir müssen loslassen von dieser alten Zeit. Wir müssen raus. Wir müssen raus und das Licht der Welt sein. Jeder Einzelne ist jetzt wichtiger denn je in dieser Zeit. Die Zeit ist dort, dass wir nicht mehr uns verstecken können hinter Lügengebilden. Lügen haben kurze Beine. Alles das wird jetzt aufgedeckt. Überall in allen Bereichen. Und egal, was du gemacht hast, egal, was du für Dinge gemacht hast, ich möchte nicht bewerten. Trotzdem ist entscheidend, dass du selbst mit dir ins Reine kommen musst. Jeder Einzelne muss klar sein wie eine Bergquelle. Und wenn das funktioniert, dann kann dir auch nichts Äußeres. Dann wissen wir, dass wir nämlich der Tropfen sind im Ozean. Und der Ozean ist im Tropfen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Geht mal raus und genießt mal die schöne Natur. Guckt mal rüber. Habe ich euch am Montag schon gezeigt, die Rhododendren, wie wunderschön die sind. Das ist der Moment, das ist die Farbe, das ist die Klarheit, das ist die Reinheit aller Dinge. In diesem Sinne, genießt den Tag, bin bei euch und wir sehen uns am 22. allerspätestens in Polen bei unserem großen Sommersonnenwende-Event. Euer Heiko.